Darth Maul ist ein Symbolcharakter von Star Wars Episode 1. Erstmalig mit einem Doppellichtschwert ausgestattet, ist er der Sith Lord, der sich den Jedi zu erkennen gibt. Der Jedi-Rat erleidet ein großes Opfer. Qui-Gon Jinn verlässt die Welt der Lebenden und Maul gelingt es, den Jedi zu töten. Der Kampf, aber vor allem die Musik könnten ikonischer nicht sein. Im Herzen von Naboo spielt sich der Kampf der Mächte ab und wirft eine wichtige Frage auf. Warum hatte Maul so viel Angst vor Qui-Gon Jinns Meditation? Denn der Kontrast könnte größer nicht sein. Auf der einen Seite ein aggressiver Sith, der dazu bereit ist, Blut zu vergießen. Gegenüber von einem Jedi, der sein Lichtschwert deaktiviert und das tut, was schlichtweg selbst von einem Jedi nicht zu erwarten wäre. Er betritt die Welt der Meditation. Er baut eine Verbindung zur Macht auf, wohlwissend, dass ihn gleich ein Kampf erwarten würde, auf den ihn niemand vorbereiten könnte. Denn klammern wir einmal die sich im Wandel von The Acolyte befindende Geschichte aus, so haben sich die Sith über viele Jahrhunderte nicht zu erkennen gegeben. Umso interessanter ist Qui-Gons zutiefst gelassene Reaktion. Die Gründe dafür werden immer spannender, aber vor allem das Ende erklärt einiges. Um dieser komplexen Frage auf den Grund zu gehen, ist es wichtig zu verstehen, was Mauls Motive sind. Warum handelt er so, wie er handelt? Zuallererst, Mauls größtes Ziel ist es, sich unter Beweis zu stellen. Den Beweis dafür zu liefern, dass er besser ist als jeder Jedi. Doch wartet den Grund für dieses Verhalten ab und welche reichhaltigen Konsequenzen das hat. Dies ist mit seiner Kindheit und eng mit seiner Ausbildung bei Sidious verknüpft. Maul hatte als kleiner Zabrak-Junge immer Fantasien, Wünsche, wenn nicht sogar Hoffnungen für die Jedi. Dafür, dass sie ihn holen kommen und ihn aus den Fängen von Sidious retten würden. Die Jedi sind galaxisweit als Retter und Friedensstifter bekannt, dafür für die Gerechtigkeit einzustehen. Doch wurde dem kleinen Zabrak dieses Glück nie zuteil. Die Jedi kamen nicht, sie konnten schließlich nicht überall sein, doch hatte diese Lebenserfahrung eine Konsequenz und führte zu einer entscheidenden Situation, wo Maul seinen Gegnern gegenübersteht. Dazu gleich mehr. Denn die direkte Konsequenz war der Vertrauensverlust in die Jedi. Sie würden nicht kommen und ihn retten. Er verstand die Jedi als Lügner. Das Bild der Jedi voller Achtung, Ehrfurcht und Anmut war eine Lüge. Maul lernte dies und machte das zum Leitmotiv seiner Ausbildung. Nichts beschäftigte ihn mehr als Gerechtigkeit für die Jedi walten zu lassen, aus seiner Sicht. Diese Gerechtigkeit ist für Maul nur dadurch zu erreichen, indem er alle seine Opfer, vor allem aber Jedi, das spüren lässt, was er einst erleiden musste. Das erkennt man vor allem an zwei besonderen Stellen. Er möchte jene Emotionen transportieren, zu deren Leid er verurteilt wurde. Denn die Jedi waren keine Beschützer. Er ernährt sich von dieser Angst und genau das veranschaulicht die Romanisierung zu Episode 1 abermals. Als sich Maul im Kampf gegen Kenobi und Jinn stellt und Kenobi die Plattform herunterstürzt, wünscht sich Maul insgeheim, dass der Jedi-Padawan überlebt. Er muss es in ihren Augen sehen. Er muss sehen, wie das Leben und der Glaube an die Macht sie verlässt. In dem Moment, in dem sich die glühende Klinge ihren Weg durch die zum Tode verurteilten Körper bahnt. Dass dieses Verhalten kein Einzelfall ist, zeigt uns die zweite Situation nochmals stärker. Und es erklärt uns auch, warum er so erschrocken vor Qui-Gon Jinn war. Denn hier ist er nicht einmal auf den Tod aus, sondern auf etwas viel Schlimmeres. Auf das unendliche Leid. Als er Herzogin Satine von Mandalore tötet und besonderen Wert darauf legt, dass Kenobi genau das erkennt. Maul labt sich an dem Leid, an der Angst, an der Verzweiflung einer Person. Er spielt mit diesen Emotionen, natürlich ganz besonders bei Kenobi. Wie hilft uns das bei Qui-Gon? Die Antwort kommt jetzt. Als er sich in Episode 1 Qui-Gon Jinn stellt auf Tatooine, traut Maul seinen Augen nicht. Der instabile Untergrund, in dem Fall der Sand, beeinflusste Qui-Gon nicht. Nicht ein Stück Verunsicherung oder Angst machte sich breit. Qui-Gon handelt sofort und das entkoppelt von seinen Gefühlen. Wir dürfen nicht vergessen, Jinn hatte Dooku als Lehrmeister, der selbst ein absolut talentierter Schwertkämpfer war. Maul rechnete schlichtweg nicht mit dieser Art der Reaktion und genau das gipfelte schlussendlich auf Naboo und machte es, wie ihr gleich sehen werdet, nur noch schlimmer. Wenn euch solche spannenden Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo da. Da sind sich Maul und Qui-Gon Jinn einig. Die 212. zu abonnieren ist in jedem Fall die richtige Entscheidung. Auch wenn Maul beeindruckt von Qui-Gons Leistung war, sah er sofort, dass der Jedi in die Jahre gekommen ist. Es ist nicht so, wie es mal war. Doch auf Naboo entpuppte sich dann die Katastrophe für Maul. Er dachte nach wie vor, dass er eine realistische Chance haben würde. Dass er mit der Einschätzung nicht ganz falsch lag, mag sein. Doch erklomm Maul einen Schwall an Verunsicherung, als der Kampf auf Naboo seinen Lauf nahm. Wir springen zu jenem Moment, in dem sich der Jedi-Meister zwischen den Schilden zur Ruhe setzt und meditiert.
Denn das war der Moment, in dem sich Maul die Ebene der Macht offenbaren würde. Die wahre Stärke eines Jedi. Wir erinnern uns an den Beginn des Videos. Maul schürt in seinen Feinden Emotionen, Angst und Furcht. So verunsichert er sie und genauso bringt er sie aus dem Gleichgewicht. Sie hatten sich vorab einen bedrohlichen Kampf geliefert. Und mitten in diesem Kampf, fast schon am Ende, tut Qui-Gon Jinn das Unbegreifliche. Er meditiert. Mauls Vorarbeit hat letzten Endes zu nichts geführt. Der Jedi-Meister vor ihm wurde nicht aus der Ruhe gebracht. Er ist geerdet, zentriert in der Macht und fokussiert auf all das, was ihm bevorstehen würde. Selbst sogar den Tod. Es ist so unbegreiflich für Maul, da er nie diesen Bezug, niemals dieses reine Verständnis zur Macht haben würde. Während bei ihm alles nur durch Hass und Leid geprägt ist, ist es Qui-Gon Jinn, der die Ruhe bewahrt und sich nicht verführen lässt. Das ist wahre Stärke und genau von dieser Stärke hat Maul Angst. Er könnte Qui-Gon sicherlich im Lichtschwertkampf besiegen, doch in der Königsdisziplin versagt er auf ganzer Ebene. Das hat der Kampf in Episode 1 eigentlich gezeigt. Das Verhalten Qui-Gons ist unüblich und zeigt, dass er wirklich ein Meister ist. Betrachten wir den Padawan Kenobi. Er entbrennt vor Emotionen, Zorn und Hass, als Maul Qui-Gon richtet. Dies mag zwar menschlich sein, wir fühlen mit ihm, doch geben diese Reaktionen Maul Kraft und machen ihn stärker. Von dieser Art emotionalen Bezug ernährt sich der Sith. Genau dieser Bezug rettet Maul auch nach seiner Zweiteilung vor seinem sicheren Tod. Für uns zeigt es abermals, was für ein genialer Charakter Qui-Gon ist und dass George Lucas seine Charaktere eine derartige Tiefe gegeben hat, wovon sich viele eine Scheibe abschneiden könnten. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, Freunde. Hat euch heute schon mal jemand gesagt, dass ihr großartige Menschen seid? Das seid ihr nämlich. Und bis zum nächsten Mal. Eure 212.